460 Jahre lang war es dem Verfasser des Eulenspiegel gelungen, seinen Namen vor den ungezählten Lesern seines Buches geheim zu halten. 1971 aber schlug seine Stunde. Der Züricher Rechtsanwalt Dr. Peter Honecker nahm ihm die Maske ab. Zum Vorschein kam der Braunschweiger Zollschreiber Hermann Bothe, 1467 bis 1520. Die erste teilweise erhaltene Auflage seines Buches erschien 1510-11 bei Johannes Grüniger in Straßburg noch anonym. Hermann Bothe, dem breiteren Leserpublikum kaum bekannt, wurde von dem namhaften Literaturhistoriker Josef Nadler 1939 als der begabteste Dichter des 15. Jahrhunderts, vielleicht des ganzen niedersächsischen Stammes, bezeichnet. Der Dichter als Sohn eines Braunschweiger Schmiedemeisters geboren, war um 1488 Zollschreiber in seiner Vaterstadt. Um 1493 niederer Landrichter, Amtsvogt. Danach wahrscheinlich Verwalter des Braunschweiger Altstadtratskellers. Das Volksbuch von Till Eulenspiegel, der einzige Welterfolg der Dichtung Niedersachsens und zugleich das berühmteste und langlebigste aller deutschen Volksbücher, erwies sich als ein ausgesprochener Bestseller. Schon im 16. Jahrhundert trat es seinen Siegeszug im Abendland an. Allein in Deutschland erschienen in diesem Zeitraum mindestens 35 Ausgaben. Das Buch wurde teilweise in Auswahl schon im 16. Jahrhundert in die meisten Kultursprachen Europas übersetzt. Hermann Bothe, Till Eulenspiegel. Die Einleitung. Singt der Bote des Hermann Bothe. Leute, lauschet dem Berichte, gebt Acht, ich fange an. Ich erzähl euch die Geschichte von einem berühmten Mann. Viele Städte ziert sein Bildnis und man liest von seinem Tun. Vollständige Ausgabe des Textes von Hermann Bothe. Die fünfte Historie sagt, wie Till Eulenspiegels Mutter ihn ermahnte, ein Handwerk zu lernen, wobei sie ihm helfen wollte. Eulenspiegels Mutter war froh, dass ihr Sohn so friedlich war. Schalt ihm jedoch, dass er kein Handwerk lernen wollte. Er schwieg dazu. Aber die Mutter ließ nicht nach, ihn zu schelten. Schließlich sagte Eulenspiegel, liebe Mutter, womit sich einer abgibt, davon wird ihm sein Lebtag genug. Da sagte die Mutter, wenn ich über dein Wort nachdenke, seit 4 Wochen habe ich kein Brot in meinem Haus gehabt. Doch Eulenspiegel sprach, das passt nicht als Antwort auf meine Worte. Ein armer Mann, der nichts zu essen hat, der fastet am St. Nikolaustag. Und wenn er etwas hat, so isst er mit St. Martin zu Abend. Also essen wir auch. Wie Tills Leben weiterlaufe, dazu lauschen gar manchem Reim.